Und wieder willkommen. Nächste Runde C64. Ich bin's wieder, der Olli. Und jeden Abend ein Bierchen, Prösterchen. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Ich habe hier wieder gerade 32 Grad und zwar ist irgendwie eklig. So. Richtig, da sind wir. Also C64 wieder. Ich weiß nicht, irgendeiner wollte The Train haben. Ich weiß nicht, wer das nochmal war. Ich und Namen, ich vergesse es sofort. Ich hab's jedenfalls drinne. Keine Ahnung. Wo war das auch so komisch gewesen, wo Sebastian gestreamt hat, also den Stream war beendet, da hast du diese Dinge gesehen, du hast von Twitch, wo der mit so einem Köpfchen ist, das kein Signal ankommt, irgendwie sowas. Aber auch so komisch gewesen. Frag mich nicht. Macht das nicht Twitch automatisch? Gut, also jedenfalls, ich hab's Train, habe ich drinne. Ich würde es nachher, ich gehe von unten nach oben mal durch. Ich weiß nicht mehr, wer das Ding wollte. Ich habe ja mal Gameplay angeguckt von kurz. Es kommt mir bekannt vor. Ich habe das damals auch gespielt gehabt, ey. Okay, Kenners. Dann wollen wir mal Zager. Mal gucken, was das für ein Kram ist. Boah, ist das warm, ey. Ich glaube, das in dem Bier reicht heute Abend hier nicht. Nächsten Dienstag wird es bei mir ausfallen, aus dem Grunde, weil ich vielleicht mit Fröschen irgendwo hinfahren werde, mal einen Tagesausflug oder so, weil die haben noch Urlaub. Also nächsten Dienstag auf jeden Fall und dann nach dem Dienstag fällt es vielleicht auch aus, muss ich mal gucken. Aber nächsten Dienstag, ja, ich sag Patrick noch Bescheid, dann wird irgendein anderer was machen will, wenn er kann, Lust und Laune hat irgendwie und gucken wir mal, Zager, das sieht irgendwie schon mal nicht so dolle aus vom Starting, okay. Oh, Joystick ab. Okay, sieht ganz nice aus. Ich habe noch nicht Joystick abgemacht, zwar, aber ist egal. Nee, Joystick oben. Warte mal, F3, Joystick down, Pilot. Ja, ich mach mal, probier es an Pilotensteuerung. Oder nicht? Hallo? Ah. Gut, und wie komme ich jetzt nach vorne? Ah, okay, jetzt rund. Also ist eher Parcours fliegen dann. Bin ich jetzt unten? Ja. Über? Ich bin mal gespannt, was man da machen muss jetzt. Also schießen kann ich nicht. Nein, 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 runter, 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 rüber, runter. Komme ich da durch? Nee, hör mal, geh hier rüber. Verstehe was. Also Ton scheint es bei. Gott, der ist ganz leise. Ich mach mal den Ton mal ein bisschen lauter. Der Pegel sagt, da ist was, okay. Aber ist nicht so dolle der Ton. Was ist der Sinn von dem Spiel? Jetzt hier bloß ein Parcours zu fliegen oder? Liegt da hinten mal lang. Ich sehe mich jetzt ja nicht. Könnte gut sein. Kommt da jetzt eine Mauer? Kommt da jetzt keine Mauer? Ach. Okay. Jetzt verstehe ich das Spiel. Das scheint eigentlich nur so zu sein, dass du durchfliegst und landen musst. Also von der Grafik ist es nice. Da kann man so. Ja, isometrische Spiele. Deswegen habe ich auch Sexen immer verkackt. Bis zum geht nicht mehr. Okay. Ofenstücke durch. Achso. Speed wieder. Also ich gehe mal von außen, muss bloß landen. Das war's dann. Ups. Noch ein Versuch.
dreht der da? Verstehe ich nicht ganz. Warum der manchmal ausschwingt, verstehe ich nicht ganz. Ist da. Okay, man hat Sprit, hat man noch. Die sind echt gut, weil die Point-Wood-Bank-Teile. Aber schade, die nichts mehr weiter davon machen. Die letzte Folge müsste jetzt auch schon 3 Jahre her sein. 2 oder 3 Jahre, irgendwie so im Dezember kamen die raus. Warum habe ich jetzt immer eine Schräglage? Verstehe es nicht. Hoch mit dir, nicht runter. Also das einzige Problem, was hier sein können, ist mit dem Sprit, der ja alles irgendwann. Aber warum ich jetzt hier so eine kleine Schräglage kriege beim Fliegen? Wo bin ich denn? Ach scheiße. Das ist jetzt doof, ja. Da komme ich durch, ist ja witzig. Achso, nee, doch war ja okay. Bin ich am höchsten. Ich schätze, hier muss ich bloß landen jetzt. Ach, runter. Ja, jetzt bin ich bestimmt zu weit. Wir können Hubschrauber fliegen. So, und jetzt? Ah, okay, jetzt habe ich wieder voll getankt. Geht weiter, dann alles wird schwerer. Das ist das Einzige. Und irgendwie auswendig lernen, wie es aussieht. Ja, jetzt muss man die Höhe wissen. Ist das die Höhe? Ist das nicht die Höhe? Ich würde jetzt mal die Höhe tippen. Mal nochmal ein bisschen höher. Okay. Geht wieder von vorne an, wa? Nee? Geht an der Stelle weiter. Das finde ich ja schon mal ganz okay. Ready, ja, I'm ready. Also höher. Ich kann jetzt mal auf die tippen, wa? Ich meine, die passt das doch. Gucken wir mal. Aber warum kriegt der mal eine Schräglage? Ich hab davon nur im ersten Anlauf nicht gehabt. Geh durch. Das ist jetzt aber. Ah, okay. Die ist höher als die 1, 2, 3. Ah, okay, das hat jetzt irgendwie, dachte über 4 komme ich rüber. Gut, haben wir uns mal angeguckt. Das ist aber ganz gut gemacht von der Grafik. Also, wäre noch ein bisschen cooler geworden, wenn man schießen könnte. Siam. Demonzium. Das ist wieder so ein Name, wo ich nie weiß, was mir erwarten wird jetzt. So, ich glaube, den Ton kann ich wieder ein bisschen runterschrauben jetzt hier. Ja, es ist nämlich auch wieder lauter bei mir. Ja, noch ein bisschen runter. Gar nicht drauf geachtet, wie alt das Spiel ist. Endsequence nie Unlimited Drives. Ja, die mag immer. Oder nicht? Ja. Hm. F1? Nee. Joystick ohne nicht, Leertaste nicht, Feuertaste nicht. So. Nochmal ein Joystick mal am anderen Port, aber dann was macht. Nee, auch nicht.
Steht da irgendwelche Tasten, die ich nehmen muss? Nö. Ich muss N drücken, also jetzt macht er nicht. Ach, da hat er nur was, du hast gerade angesprochen, vielleicht ist egal. Von 96. Musik da machen. Okay. Also ich mache jetzt einfach mal intuitiv jetzt bloß die Orange und Blau. Feuerknopf macht da nichts. Kann ich hier was machen? Ah, okay. Jetzt, ja, okay. Also ist ein Geschicklichkeitsspiel, weil ich jetzt gerade verkackt habe. Okay, aber das sollte jetzt gehen. Doch, nochmal, das wird jetzt ein Problem. Ja, zeige ich hätte einfach rumgehen muss. Okay, du wählst jetzt die Farben und geh mal von aus, der Sinn des Spiels ist, alles einfarbig zu kriegen, egal in welcher. Ob ich jetzt schon beinahe auf Blau tippen würde hier. Klappt das von der Logik eigentlich nicht, was ich jetzt machen will? Weiß ich nicht. Könnte klappen. Naja, ich hab da eigentlich nicht mal eine Logik mal machen wollte. Hä? So. Hey, Junge. Okay, also die musst du alle einfarbig bringen, die ganzen Dinger. Ach du Scheiße, ich bedenken was. Ja, du hast einfach. Hä? Hier rechts rüber, hier so. Runter, runter. Okay, jetzt bin ich jetzt hier gerade. Das ist jetzt nichts für Mini, würden wir jetzt irgendwie wirklich nach dem Spieler, ich weiß, was ich jetzt tue. Ob man das bestimmt gut machen kann. Aber ich konnte auch nie einen Zauberwürfel oder so. Also ich habe mir gekriegt den Zauberwürfel, man konnte ihn ja auseinanderbrechen und wieder zusammenstecken. Ah. Die Musik finde ich ganz gut. Okay. Das ist eher so für mich so ein Fleischspiel. Je länger du. Ja, es ist mal wieder doof gewesen. Also irgendwie links, rechts hat er nicht so gut drauf. Ja, dann mach ich wieder so. Ach. Ja, ey. Ja, gut, das sag ich. Jo, McAble, war ich? Guten Abend, Mignon. Mach's gut. Tja. Irgendwie ist das nicht so das Brüllerspiel, finde ich. Guck ich mir mal Woody lieber an. Woody so. Spielen wir mal Woody so rum. Keine Ahnung, von welcher das Ding kommt. Da gibt es so große Anbieter im Internet, zeig mal die ROMs. Da habe ich jetzt irgendwie insgesamt 4.500 mir besorgt irgendwie und nach und nach. Und ich werde jetzt einfach durch Zufall mal anschmeißen. Ich habe noch irgendeins. Da steht dann Listings aus Zeitschriften, aber die haben ganz komische Bezeichnungen, teilweise nur Zahlen und so weiter.
Da müsste ich mir vielleicht vorher mal angucken, was da drauf ist, so ungefähr. Oder? Ja, unlimitierte Würmer finde ich immer cool. Nehme Stück nicht. Nehme Stück ohne. Oder Kürbis, ja. Nee, Turbo, will ich ohne schon haben. Nein, ich möchte nicht das Ending sehen. Kann ich ja mal gezielt nachsuchen. Warte mal, schreck mal nicht mal meine Liste runter. Magic. Just. Ups, das L. So. Woody, Woody, Woody. Ich glaube, der Text ja irgendwann mein Leben gespielt. Nabend, Stefan. Ich hoffe, alles gut bei dir. Ach ja, Miri, du bist ja auch da. Ja, ist zu warm im Zimmer. Ich hoffe, dir ist auch alles gut mit deiner kleinen Kampfratte da. Ei, au. Dein Hund geht ins Wasser, wenn Mina einen Tropfen nur sieht und Schuss, ich hier drin. Der kannst du nicht mit Wasser tun. Überhaupt nicht. Keine Chance. No, you get your warm ready. Das habe ich mal. Ach du Scheiße, ja, du musst die Dinger einsammeln da. Und ich glaube, konntest du nicht auch sehr. Nee, genau, warte mal, du musst es hier noch den Weg wissen. Die. Hä? Ja, warte mal. Habe ich schon mal gespielt. Ja, runter. Ach so, scheiße, weil die nie Axt runter, du wusstest jetzt ja nicht mehr. Die Wand durfte ich ohne berühren, ja. Ach, du hast zwei Köter? Ja, Leute. Ist das auch so eine Ratte? Ja, die Wand ist tödlich. Nee. Und dann lecken wir am Arsch. Lecken um die. Ach ja, du konntest. Doch, das war doch, wenn ich blinken konnte, konnte ich doch durch, oder? Warte mal, ich blink jetzt mal, genau. Einmal geht das, ja. Aber man muss sich wohl die Flugbahn angucken. Und kein Pixel zu weit loben. Ach so, Entschuldigung, ja. Stimmt, da war ja was danach. Ach. Mea culpa. Sorry. Schon weg, das Ding. Ach so. Jetzt hast du nicht Probleme, diese. Wenn du jetzt runter ist, da ist so. Oh Gott, ey. Ja, der Eimer Fettnapf ist schon umgekippt dabei. Mann, ey. Ja, damals habe ich das Spiel halt auch nur die vierte Stunde gebraucht, bis ich den ersten Level geschafft hatte. Ja,
aber wie war denn das hier bei der scheiß Fledermaus? Weil da ging es doch ja nicht sonst. Hä? Wie komme ich denn bei der blöden Fledermaus? Weil ich hab nicht nochmal so ein Ding, so ein Shield. Das muss ein Shield pro Level. Das ist natürlich kacke. Ach, wieder zu weit, ey. Aber ich müsste hier bei der scheiß Fledermaus irgendwie auch vorbeikommen. So, 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 so. Bring mich zur Weißblutspiel. Ganz ruhig, Olli, du brauchst keine Aggressionen auf. Nein, du bist die Ruhe in Person. Sag mal. Runter, jetzt so, 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 so. Ja! Okay. Nein! Okay. So, wie geht das hier nochmal gemacht? Wenn er runtergegangen ist, hinterher irgendwie sowas, wa? Ja, irgendwie so. Also eigentlich würde ich euch ja gerne den nächsten Level auch zeigen. Mal runter. Zack, 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 zack. Nee, wieder hoch. Nee, nee. Ich, ne? Nun hätte doch geschafft, ihr habt so auf dem Weg oder war das anders gewesen. So. Ja. Noch? Weiter oben dann. Ah, so war es genau. Hä? Noch früher? Also, Alter, das ist ja wirklich absolutes dieses Spiel. Warum stirbt eigentlich ein Wunder, wenn er eine Wand berührt? Warum? Warum? Okay, ein Versuch noch. Nur Geduld, ey. Hab du mal den Joystick jetzt in der Hand? So, runter. Scheiße, nimmst du sofort wirklich. Okay, neu hinter ihm. Zeig mal Joystick. Der Joystick. Big Shot. So, warte mal. Was ist das Mikrofon? Runter. Das Einzige, was man den Joystick ein bisschen nervt, dass der so laut ist. Waren die früher auch so laut, die Quick Shots? Wie gerne hätte ich jetzt noch ein Shield. Pixel zu weit unten. Ja. Ja. Ja, ich bin auch tierisch laut, die Buttons, ey.
Promi an die Feier zu treffen, zu drücken. Warte mal. Wie? Ich habe keine Shields? So, warte mal, ich mal, probier mal. Okay. Also die Buttons sind ja einmal laut, das ist wirklich hier der Stick. Okay. Ah, jetzt zeigt ein Shield, das ist gut. Also wenn du irgendwas aufnimmst, kriegst du ein Shield für. Weil ich mir natürlich gerade was machen soll. Kann ich mich nicht doof anstellen. Ich hab das Shield noch. Okay, ich dachte, zu einer Stufe komme ich mal runter zu weit. Okay. Gut, gut, gut. Ey. Und so wird's jetzt hier ja, super Meatball mit deinem Smiley andeuten. Doch, der Tropfen war schon weg. Okay. Sag mal, warum bist du so durchgekommen? Lecken am Arsch. Warte mal, weiter oben dann und dann da durch. Ja, so war es dann gewesen, okay. Jetzt hier nicht irgendwo gegenkommen, Olli. Nein, du willst hier nirgendwo gegenkommen. Nein, du bist ganz konzentriert, hochkonzentriert. Ich hab doch das Schild angehabt. Die Mucke ist echt cool. Ich meine, das Spiel finde ich selber auch gut. Aber es ist eine Belastungsprobe für mein. Ich muss ja bei diesen blöden Springball jetzt unter, ohne Schild vorbeikommen. Ne, warte mal, geh mal hin runter. Das freut mich jetzt gerade. Weil ich hatte jetzt gedacht, mit dem Schild dürftest du auch eine Wand berühren. Okay, er geht hoch. Runter, hoch, rein. Ja, warte mal. Nein, ah, ich dachte, er geht steiler hoch. Nach unten. Er geht rauf, hoch. Und dann muss ich runter gehen. Alter! Ich habe gerade wirklich knapp davor, den Chess Joystick in den Monitor zu werfen. Okay, war ein Pixel zu weit. Mann, hast du viele Smileys, ey. Ich bin da so alt irgendwie, ich hab da ja nichts weiter groß. Okay. Also der Weg war vom Prinzip richtig, den ich gemacht. Ach, ich hab auch kein Shield gekriegt, bin nur drauf gegangen. Zu weit zurecht.
Es ist jetzt der letzte Versuch, mal das nächste Spiel und ich das Spiel echt süß finde. Nein! Hä, wo... Ah. Okay. Doch nur ein. Einen nur. Okay. Nee, nee. Ich nehme jetzt das nächste Spiel. Ich krieg Aggression. Woody. Aber manchmal muss ich mir dem auf meine Liste mal rufmachen. Die wird mir gefallen. Woody. Das gefällt mir wirklich gut, das Spiel. Okay. Wings of the Circle? Keine Ahnung. Autostart, werden wir mal sehen. Aber. Wie ist das? Ist mal. Jo, mach. Würde ich mir auch ankicken. Ich bin bei Twitch noch so hinterher, ey, mit den Smileys, mit allem irgendwie, ey. Abonniert habe ich auch noch auch nur zwei oder drei Kanäle außer Retro-Kompott. Oh, da krieg ich ja Angst. Das sieht ja richtig unheimlich aus. Zirze. Ach, Zirze. Okay, auf die Idee geht nicht, kommt Zirze. Sehe ich jetzt irgendwie so ein Plattform aller Castlevania oder so was vor mir. Gut, weiter drücken. Oder nicht? Oder doch? Zwangsintro. Ja, Peter habe ich, Captain Raver auch. Und danach, warte mal, wie ist der nochmal? Gott, der in seinem Keller unten das nochmal macht. Scheiße. Kellerabend? Den habe ich noch. Doch Peter hat auch ein Abo gemacht. Und Raver auch. Onkel Lum? Sagt man ja nichts. Oder doch, Onkel Lom? Doch. Den hat bei mir auch noch, das ist irgendwie drin. Ich muss mal kicken, ich habe schon lange keinen Twitch mehr geguckt, ehrlich gesagt. Letzte Woche nur ein Assi-Leben gemacht, die erste Woche Urlaub, hier echt nichts getan, war das schön. Okay. Okay, wir warten, bis die Figur durchs Bett gelaufen ist. Ach, der macht nichts mehr? Okay, siehst du. Hey, ich glaube, seit einem Monat habe ich nicht mal Twitch geguckt irgendwie. Irgendwie gesättigt gewesen und nicht so richtig Bock gehabt. Okay. Läuft ein kleines Mädchen lang. Ach so, er macht neuiert. Urlaub, er sei ihm auch mal gegönnt. Ich habe ja nichts mehr bei mir auf einem anderen Kanal, den macht seit zwei. Scheiße, ey. Irgendwie nicht so richtig Bock gehabt. So, was ist das jetzt hier? Die laufen rum.
Ich kann auch mal einen Feuerbutton klicken, dass die nächste Animation kommt irgendwie oder was. So Tuvat-Spiel begeistere mich. So, ich habe keinen Bock jetzt den Text zu lesen, ich möchte jetzt irgendwas spielen. Also grafisch finde ich es ja schön gemacht. Boah. Klick, klick. Einmal bin ich nicht, aber irgendwie so lustlos eher. Also statt jetzt irgendwo Twitch zu gucken, mal selber auf Twitch mal zu machen. Was ist jetzt hier? Zock ich lieber. Okay, Pegasus. Ja, flieg Pegasus, flieg. Warum ist ja Goa eigentlich kleiner als der Mensch? Dann jetzt auf, ja, ist ja. Ich hoffe, es geht gleich los, Kinders. Ja, du warst es gewesen. Nee, eher The Train kommt dann. Nächste und übernächste. Ich hab's rausgesucht. Und ich hab mal Let's Play angeguckt, wo mal. Ich kenne das ja noch. Press Fire Button. Ja, passiert jetzt irgendwas bei diesem Scheißspiel? So, da kann ich quasi Train ja rausschmeißen aus der Liste. War. Okay. Ist das jetzt irgendwie eine Geschichte, die nur erzählt wird? Nee, ich wollte auch extra warten, weil sie trainen wollte. Ja, da war mit diesem Zug ja gewesen. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege, Alter. Ey. Muss das ja irgendwie so hinkriegen, dass er fahren kann da mit der Steuerung? Irgendwie so. Irgendwas war ja da gewesen, weil ich dann Let's Play gesehen habe. So wirklich ganz vergehalten und ich habe wirklich damals gespielt, wo das Ding aktuell war. Seitdem nie wieder, ey. Ich bin mal gespannt, ob jetzt was kommt, ob der jetzt wieder nur Text lädt, irgendwas uns schöne Bilder zeigt, ey. Ja, will ich. Danke. Bisschen blass. So, warte mal. Ich kann schießen, mich aber nicht bewegen, weil mein Joystick mal am anderen Port. Andere Port geht auch nicht. Nochmal umschalten. Ja, das Ding. Okay, jetzt. Haben wir jetzt wirklich auf so einen Scheiß so lange gewartet? Ich weiß auch nicht mal, wie ich mich bewegen könnte. Die F-Tasten wären auch wieder so eine Möglichkeit. Nee, auch nicht. Also mit einem Stick kann ich sie bewegen. Ich kann nur schießen. Aber das bringt mir nichts, weil ich muss wieder. Ach nein! Du kannst nur nach links und rechts dich drehen. Jetzt geht er nach oben. Die ganze Zeit ging er nicht nach oben. Alter, das ist ja. Du kannst nur hoch und runter. Aber auch dann. Ach, da unten, das ist so, ja, okay. Ich dachte, das wäre eigentlich bloß nur so ein Bö. Warum kann ich denn nicht nach links und nach rechts?
Geh runter. Ich ordne mich dagegen, ich komme halt in so träge. Ist das eine Scheiße? Okay. Okay, raus hier, raus hier. Also Wings of the Sword, nie spielen können das, nie spielen. Hier, The Train ist jetzt übernächst. Ich mach weiter von unten nach oben jetzt weiter durch, dann haben wir The Train. Ja, aber so ein Scheißspiel. Was ist das jetzt hier? Victory Road. Alkohol, ich brauche jetzt wieder Alkohol. Willst du nicht? Jurassic andere Port? Nee. Auch nicht. Jutti. Steffen, dann kriegst du jetzt deinen The Train. Wenn du nie will, dann willst du nicht. Na komm, lädst du jetzt? Ja, er lädt. Am Anfang war ja, muss man auf die Fenster nur schießen, wo die aufleuchten, da sind sie drinnen. Und dann um den Zug fahren. Ich hatte mir nur ganz kurz so Let's Play angeguckt, wo mal Enjoy this game, ja, wenn wir haben. Hoffe ich doch jedenfalls. Mit dem Zug, da bin ich mal wieder gespannt, ey. Das wird so. Ich sehe noch die Flugzeuge vom Flug abschießen. Ah, Feuerknopf. Ach, guck mal, geil, was rum mit dem macht. Gibt es da irgendwas mit unbegrenztes Leben? Nee. Feuertaste. Standby. Irgendwie ist. Aber wenn jetzt Persa Motte, ja, das kennst du. Und jetzt mal die Titel nochmal gesehen habt, da so. Okay, na, war jetzt hier, wo es leuchtet. Presse das Feuer. Okay. Hallo? Du hast irgendwann noch ein Port drin? Hat sie aufgegangen, das Spiel? Macht er jetzt nicht. Feuer an, nee. Ich glaube, er hat sie aufgehangen, wa? Ich starb mal, ich glaube mal nochmal, Knas. Nee, nee, also das machen wir jetzt hier mit. Ich glaube, ja, das Spiel hat sich gerade irgendwie nicht so schön. Oder nicht irgendwie so richtig. Auf die Tränen. So, dann lad mal nochmal.
Also hier klappt es mit dem Feuerbutton. Ja auch. Also ich habe das jetzt auch noch nicht getestet. Das ist eh bei den ganzen Spielen, weil ich hier drin, ich habe die vorher nicht einmal angeschmissen. Über Leertaste oder was? Ja, über Leertaste. Jetzt friert es sich irgendwie ein. Hä? Wieder Leertaste, macht die Musik weiter. Also vorhin hat das hier noch Ilan gehabt. Leertaste? Macht eine Pause. So, warte mal, jetzt noch einen anderen Port. Ach, jetzt hier den. Ist den anderen Port nehmen? Wieso? Ist okay. So, Feuerknopf. Standby. Bei Ladezeiten hat sie. Oh. So, press Feuerbutton. Ja, jetzt. Hallo. Okay. Damit, nee. Gut, genau. Easy. Ich mach easy. Ach so. Ich muss noch schießen. Ich dachte, der macht jetzt irgendwas anderes noch. Ja, ich mach immer eh noch easy, weil ich ein Weichei bin. Ein Verbot. Ja, warte mal. Jetzt muss ich bestimmen, mal genau, war da hier irgendwie. Warte. Tür öffnen. Da ist die Bremse. Rückwärts, Team Low Off. Okay, ich muss bestimmt erstmal irgendwie das Ding hier aufmachen. Der Feuerknopf oder irgendwas? Joystick nach rechts, okay. Erstmal irgendwie was drin für ein Schatzig. Ich geh mal von außen, das ist gut. Push it, baby, push it. Genau, und wieder zu viel ist, was das Echo. So, zeig's wieder zu. Ist das da. Nee. So, ich habe halt Druck, als würde ich jetzt mal hier irgendwie. Genau, mal Bremse muss ich bestimmt lösen. Ja, jetzt fahren wir genau. Station taken, stand by. So, warte mal. Olli hat die Station verlassen. So. Was passiert mal? Wenn ich Luftdampf ablasse, hat das eigentlich bewirkt das irgendwas?
Ach, da wird er schneller, was ist ohne? Na, guck mal an. Ach so, Druckabfall? Ah. Jut, jut. Klar, sonst macht das ja irgendwann Peng. So. Ich weiß nicht, wie hoch der Druck irgendwie sein darf, keine Ahnung. Sollte ich ein bisschen langsamer fahren? Bin ich zu schnell? Ich weiß es nicht. Muss ich jetzt noch irgendwas machen jetzt hier? Temp sollte bestimmt auch nicht so high sein. Dann Druck, Luft raus, wa? Close Throttle, okay. Jetzt bin ich. Throttle. Ach, du kannst echt schon aus den Kurven fliegen, okay. Der da jetzt langsam, war da ich nicht. Da wird er langsamer hier, war nach vorne. Okay, warum wenn der Druck jetzt? Also der Druck steigt jetzt. Ich hatte überlegt, gerade noch Kohlen nachzulegen. Ach ja, guck mal, sehe ich ja rechts unten. 6 Kilometer ist eine Brücke. 5 Kilometer, better stop. Okay. Okay. Better stop, habe ich jetzt gemacht. War doch nicht gut. Er meinte, sie war besser als anhalten. Habe ich doch jetzt gemacht. Und du siehst mal, wie er die Bremse. Nee, da. Die Bremse ich jetzt hier löst. Muss ich jetzt wieder was reinkippen oder was? Temperatur ist zu hoch. Und fährt er jetzt nicht los? Okay, jetzt will ich hier wieder anfangen. Warte mal, mach ich jetzt mal. Ach, wie echt? Da gibt es auch eine Map? Ach, wie cool. Was bin ich? Ich bin das Grüne, wa? Oder was? Wo bin ich? Ach, ich bin da oben. Ah, okay. Gut. Okay, mit 4 bestimmt wieder weg. Nee. Ach, gucke mal. 1, 2, 3. Also, jetzt wecken wir das hier wieder. Zumachen. Gut. Jetzt will ich aber weiter. Warum startet der jetzt? Nee. Warte mal. Break ist hier jetzt. Nee, hier ist. F7 Status, okay, danke. Boiler Break 0%. Okay. Jetzt, okay, jetzt möchte ich bloß wieder starten. Ja, jetzt verstehe ich jetzt nicht. An. Ach, noch kurz, der steht da, Kohle hinzumachen, okay. Okay. So. Nee, Quatsch. Steuerung, so.
So, ist jetzt die Bremse geschlossen oder ist sie nicht? Ich komme jetzt nicht weiter. Warum fährt der nicht los? Druck ist hoch. Ich hab da Kohlen drin. Close throttle, okay. Okay. Achso, muss ich zumachen, zerheizt er sich. Heizt er sich dabei. Ja, okay, Jungs, Entschuldigung, ich mach mal ein bisschen Kohlen hier noch. So. Ja, mal so, ist jetzt zu wieder. So, Druck dann steige. Ich habe jetzt mal Kohlen drin gefallen. Alles ist zu. Ah, der Druck steigt. Okay. Langsam. Ja, groß war. Muss ich warten, bis der Kessel hot genug ist. So. Hallöchen, alte Trollo. So. Ich sag Pressure noch low. Ja, dann mach doch mal hier ey. Noch mehr Kohlen drin? Und neuer Kohlen drin, ja, lecken wir am Arsch, ey, pa. So. So, und jetzt würde ich mal sagen, dürfte ich fahren können, glaube ich. Immer noch Luft. Oh, Alter, ich hätte niemals Lokführer werden können. Die Temperature ist auf Maximum langsam. So. Ah, ich kann wieder fahren. Schön, schön, schön. Entschuldigung für die kleine Verspätung. Das war die Deutsche Bahn. So, warte mal. Als nächstes dann sofort bremsen, würde ich sagen. Meinst du einen Kilometer vorher oder wann soll ich bremsen? Ich habe keine Idee. Oder durchfahren und schießen dabei. Warte mal. Mal die Eins da vorne. Kann ich da schon was abschießen? Ich glaube, ich schätze mal, das wird der Sinn sein jetzt hier, wa? Beim Fahren schießen oder so. Ja, cool, die macht das Spiel. Hä? Komm auch so langsam wirklich die Erinnerung wieder hoch, ey. Ein Kilometer noch bis zur Brücke. Achso, da fliegt was. Ich mach's bestimmt jetzt gerade falsch, Kinders, oder? Also hätte ich doch stoppen sollen. Ja. Gut, wir probieren es gleich nochmal. Wir halten bei der Brücke. Also dann ist bei 1 Kilometer ist dann umgehalten irgendwie und so. Gut. Ja. Noch ein Versuch. Jetzt. Also ich finde richtig komplex gemacht, das Ding für ein C64-Spiel schon. Wenn so eine Passage haben sich jetzt, muss heute durchgesetzt ja noch. Das ist die Oma bei COD und so was. Noch ein Fahrzeug drin, was er noch schießen muss und so. Ach.
easy. So, irgendwann kann man den noch mal eher am Fenster machen. Okay. Nächster Versuch. So, warte mal. Erstmal Kohlen drin. Müsste reichen. So. Temperature ist hoch. Hier so. Und. Warum springt der jetzt so schnell an, dass er vorne eigentlich gefühlt eine Stunde hier braucht? Das verstehe ich echt nicht. Also das einzige, was nervt in dem Spiel, sind die Ladezeiten. So, okay. Rost. So ein bisschen rauslassen. Was war das mal gewesen? F4 war es, wa? Nee, das war der Ton F7 war es, wa? Nee, oh ne. Du hattest doch gerade gesagt, ja, ist doch scheißegal, wo die Karte ist. Der zeigt dir irgendwie an, wer nur zur Brücke ist. Nein, 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 Entschuldigung. Böse. Die 4 war es? Ah, die 4 war die Map, danke. Also da. Ah, okay, nur da sind dann auch wieder. Nee, 3 war es dann ganz normal, wa? Wo bin ich denn mal? Wo bin ich denn da? Nee, so ein bisschen langsamer werden sollte. Sind wir schon durch. Gut. Das wird spannend. Ah, 9 Kilometer. Warte mal, ich kann trotzdem ein paar Kohlen mal nachschicken. Ah, scheiße. Nein. Ich dachte jetzt nicht, dass der für die letzten Kilometer so schnell ist. Dachte ich jetzt wirklich nicht. Gib mir einen dritten Versuch. Mach das alles nur für Steffen. Okay. Nochmal. Gut, vorher hatte ich genug drin, ja, Temperatur. Das wohnt mir ja auch, das Spiel.
Okay. Oder haben wir die Schnurrbärsche? Gut, Kohlen drin. Ich finde das Spiel auch gut. Alles. Ja, drin mit den Kohlen hier. Jetzt mir. So, Tür wieder zu. Druck passt. Bremse lösen. Nee. Und hier wen? Gut. Jetzt mal drin. Okay. Ja, so sind wir. Nee, Quatsch, die 3 ist es. Ja, mal oben. Ja, so ein bisschen abbremsen, weil er kommt ja durch die Kurve. Ja. Ich will jetzt nicht noch aus der Kurve fliegen. Die ganze Zeit von nicht sehr gut, aber. Durchspringerkurve. Nee, noch nicht ganz, wie es aussieht. Okay. Jetzt durch. Okay, jetzt merke ich mal. Jetzt mal gerade. So. Trotzdem mal kurz ein bisschen Kohlen rennen. Noch schnell. Tür zu. Gut. Mal ja bei da sein. Ja, das müsste weiter aufploppen. Okay, ja. Mit der Geschwindigkeit mal runter. Nee, so lang. Wo ist er? Okay, bei 0 würde ich jetzt bremsen. Das meinst du auch? Ja, warum bremst du, wird dann nicht weniger? Jetzt bin ich bei 0 Kilometer. Jetzt würde ich mal. At Bridge. Das scheint jetzt geklappt zu haben. Oder nicht? Ich hab da gebremst. Hoffe ich doch. Noch weiter vor. Okay, scheiße. Gut, nächster Versuch. Nee, da bin ich. Ah. So weiter runter.
Nein, ich will jetzt hier nicht sterben. Lad doch mal. Warum schießt du nicht? Jetzt bin ich... Nein. Ja, es wird nicht so... Ich bin bestimmt da, ich bin erschossen worden. Ja, Zug vor der anderen, aber wir probieren es nochmal, Steffen, oder? Okay, jetzt weiß ich, wo ich halten muss, ungefähr bei 1 Kilometer vor einer Bremserinne, und da muss ich halt dann probieren, das Schiff da zu kriegen, wie es aussieht. Probieren es, komm, in Versuch machen wir noch, in machen wir noch. Das macht doch Bock, das Spiel. So, warte mal, ich lege auf meine Liste mit Ruf the Train. Absolut geiles Spiel. Komisch, dass ich die damals als Kind nicht mehr so eine Erinnerung hatte, als so jugendlich, als es so gut war. Weil da bin ich damals auch so früh heulen zusammengebrochen, weil ich nicht weitergekommen bin. Aber ich sehe das noch vor mir, Flugzeuge abschießen. Wir sind warm. Okay. Boom. Oh, wo kommt der erste? Erstmal. Und hier oben zu. Und so, Bremse lösen. Alle nach oben. Ja, so hat man den Knipse gegen die Lichter aus, ey. Gehen eigentlich immer. Doch. Ist da jetzt am Anfang, oder? Warte mal, jetzt mal hier ein bisschen langsamer werden. Jetzt müsste durch die Kurve ja kommen. Ja. Das Mikro durch, oder? Ja.
Ja, das mit dem Schütze, ja, nee, schneidet ja die Höhe noch einstellen muss. Okay, mal ein bisschen langsamer schon mal. Wollte ich jetzt wieder verkacken? So, das müsste geklappt haben. Okay, also die Höhe noch anpassen. Scheiße, ich habe nicht aufgepasst. War da nur ein Schiff, was auf mich geschossen hat, oder mehrere? Ich habe jetzt überhaupt nicht aufgepasst. Ich habe bloß das links gesehen jetzt. Okay. Also waren mehrere Schiffe. Ach komm! Alter, da musst du ja sofort wissen, auf welche Höhe du welches Schiff kriegst. Na, ich glaube, ich bin tot, da steht bloß Standby. Ja. Okay. Wir spielen es auf jeden Fall nochmal. Ich würde jetzt noch ein, zwei andere Spiele anmachen, bevor ich ein Feierabend hier. Ah, das ist richtig geil, das Spiel. Das finde ich richtig gut. Steffen, ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich jetzt ein anderes Spiel mal anschmeiße. Okay. To be on the top. Wir spielen es auf jeden Fall nochmal. Rainbow Art, okay. Alter, hatten die nochmal alles für Spiele? Die hatten gute Spiele gehabt. Rainbow Arts. Mir fällt das bloß kein Spiel von dem weiter ein. Beyond the Top. Ist das ein Synthesizer oder so? Gab es denn hier irgendwie so ein Spiel, wo du so ein Tape zusammen mischen musstest? Hülsbeck jetzt hier zu trainen oder das jetzt hier? Er hatte. Miro und Patrick hat mit euch gespielt, ja, oder irgendwie, wa? Ich fand's irgendwie blöd. Können wir es eigentlich überspringen? War ja schon mal gewesen, ein Kompott. Also ist es ja im Archiv drin und ich hab's irgendwie scheiße in Erinnerung mit Spiel.
Ne. Also, Herr Sch- Alter, warum ist denn die Schrift so auf unscharf getrimmt? Naja, okay, mach mal wenigstens auf jeden Fall mal kurz. Arschi. Warum fahren eigentlich Panzer lang? Nee, da konnte ich ihn noch nie. Weil die Oma, die war da lebensgefährlich gewesen und mit die Alte war da durchgeknallt. Boah, 1,5 Jahre ist Miri schon dabei. Warte mal, eine Disco. Hä? Mit denn darin? Leertaste? Nee. Nächstes Spiel. Ja, Thunderbombs, das hört sich besser an. Dann auch noch die Thunderbirds. Thunderbirds, das waren doch die Puppen gewesen auch. 70er Jahre oder so, ne? Da gab es ja später auch nochmal neu aufgemacht. Thunderbirds. Für mich jetzt nicht alle täuscht. War das doch so, oder? Mit diesen Marionetten gewesen. Unlimited Lives, yo. Yo, yo. Oh, 98. Hm. Ah. Ja. Hm? F3 Joystick. Ach, jetzt ist der erste Level. Also der macht da nichts, einen anderen Port. Ja, ist ja, warte mal, ich muss gerade mal einen anderen Port nehmen, ja. Das ist alles? Warte mal, was ist dieser Schwachsinn? Ich bin eine Wolke im Weltraum, wie es aussieht. Links und rechts sind von mir sind Bomben, die auf mich schießen. Kann ich irgendwas anderes machen? Achso, ich kann auch schießen mit links und rechts. Okay. Gut, ja, es ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Und gleich das wird ohne. Och, du kriegst auf der Innenseite, dann kommst du auch von hinten. Ah, ja. Die kommen mal näher ran. Also im Endeffekt hast du ein Space Invaders von links und rechts gleichzeitig. Okay. Okay, ja, es wird. Ist aber ohne so. Ja, wo Scheiße sind ohne jetzt spielen. Und dann regnet es immer im Weltraum. Und das Herz macht UFO-Geräusche. Jetzt sind es wieder alle da. Wo waren sie doch weg gewesen? Gut. Ach, die Dinger flott hier. Spannend das anders. Guck mal, halt nächste. Thunderbirds.
Bei Over the Top muss ich auch mal diesen komischen Stallone-Film denken. Wo er Trucker war und seinen Sohn wieder haben wollte. Wo er einen Armdrückwettbewerb mit dem gemacht hat. Den fand ich richtig kacke, den Film. Oh, machen wir unbegrenzte Zeit. Das sind die Thunderbirds. Das soll nie lübig sein. Okay, anderen Port. Jetzt weiß ich. Ja, jetzt würde ich bloß gerne wissen. Tassen machen nichts. Wir machen auch nichts. Haben wir einen Joystick mit anderen Port drin? Ja, ist ja schön, dass die Thunderbirds 50 oder 60 sind. 60 würde ich mal eher tippen, wenn. Ich würde echt nicht erkennen, ob das eine 50 oder 60 sein soll, aber es bringt mir nichts, weil ich. Hä? Hör mal, zeig hier gerade. Bin mir gerade was bewegt. Hä? Oh ne. Okay. Hör mal, hier konnte ich doch. Wollte ich hier mit das nochmal? Jetzt, ich nehme jetzt hier alle. Ich habe jetzt drei Sachen irgendwie aufgenommen. Na, nicht direkt Animationszeit. Es waren Marionettenmann, glaube ich, gewesen. Da gab es ja auch noch später, da hatten die in den 90er doch auch immer diese Dinge gemacht. Wie hießen die nochmal? Mit diesen Agenten dann, wo es da war ziemlich grenzwertig, teilweise mit einem Humor, wo es dann um Hussein ging und so ein Kram. Wie hießen das nochmal? Mir fällt das nicht mal ein. Jedenfalls richtig gut gemacht. Also mir haben die gefallen, so eine Serien. Aber hier verstehe ich jetzt nicht, was ich machen soll. Okay, also jetzt kann ich mir bewegen mit der Taste. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Kann ich hier runter? War ich eine Bombe da? Glaube ich jedenfalls. Ist das jetzt eine Bombe? Jetzt macht der nichts mehr. Ja, okay, ich verstehe das Spiel nicht. Ist ein scheiß Abschluss für den Abend. Dieser ist im Autostart. Keine Ahnung, was das sein soll. Team America war das gewesen. War ohne 90er, kam das mal rein, haben sie das auch wieder aufleben lassen mit diesem Style. Und das ist aber wirklich nichts für Kinder. Nicht annähernd, das ist schon ziemlich derb. Und ich glaube, Team America gab es damals auch so, ja. Schon weiß ich wieder am anderen Monat. Jetzt wird es mir zum Feierabend, aber jetzt macht er. Hier sind die. Do you want to read the story? Nö. No. Okay, es ist ein Adventure. Nein. The Prince, The Prince, The Prince. Gucken wir uns The Prince an dann vielleicht noch. Er ist halt so ein spezieller Humor, Team America. Ich find's mega geil. Ich sehe ihn immer wieder ins Jahr, ne? Ich habe halt auch einen ziemlich schwarzen Humor und. Fraggles fand ich auch cool. Fraggles waren cool. Also diese Aufforderung, sich ein Loch ins Knie rein zu bohren, war schon so. Ja, Fraggles waren cool gemacht.
ich mag ja auch wirklich so seichten Humor und so. Also Kinderhumor mag ich auch, aber ich mag es auch, wenn es richtig schon brutal ist, ey. Ich war relativ jung gewesen, wo ich das erste Mal Sinn des Lebens gesehen hatte, irgendwie. Das war eigentlich unheimlich für mich ein Alter. Ich dachte, das hat mich irgendwie geprägt und Flying Circus und so was. Das ist auch mein Humor. Ich muss sie mal durchziehen. Ich hatte es mit Frau schon angefangen, sie hat es komplett durchgezogen, ihr habt das Ding. Wie weit war Ecken gewesen? Warte mal. Die erste, zwei Staffeln sind das doch, wa? Also der eine Typ hatte sich dann den goldenen Schuss gegeben, das hatte ich neu gesehen, ihr habt. Ich muss sie nochmal anfangen. Der Afterlife ist so schön gewesen. Also die Dialoge waren noch spitzenmäßig. Ich gehe so mit seinen Kollegen. Was macht denn eine Frau mit den Speckfalten? Oh ja, das ist das Gute. Die muss ich echt mal nochmal von vorne anfangen. Schwarzer Bildschirm. Da war kurz ein Aufblitzen gewesen. Ah. Okay. Sah jetzt nicht gerade hübsch aus. Buch, da gibt es ein Buch von? Wusste ich gar nicht. Sitzt jetzt hier irgendwie so eine Art Rollenspiel sein oder sowas, aber wo sagt er gerade hier? Aber ich verstehe nicht, wenn ich drauf drücke, habe ich die Karte so. Jetzt kann ich mich nicht bewegen. So, ich bin jetzt dieser. Jetzt kann ich mich bewegen. Da folgt irgendwas durch die. Ah! Boah, die Musik ist aber auch wirklich leicht psychedelisch so. Kann ich den Ball jetzt eigentlich steuern oder kann ich den nicht steuern? Ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe es nicht. Also eigentlich mag ich jetzt nicht sagen. Ich habe so ein Gefühl. Jetzt kann ich wieder laufen. Was ist der Sinn jetzt hiervon? Alter, die Mucke, die Mucke. Das hört sich so an, als wenn er auf dem LSD-Trip Free Jazz spielt oder so. Ja, ich kann den Ball irgendwie steuern, ja. Ja, und? Ich komme aber jetzt hier ohne... Also, entweder ich diesen Ball, der jetzt hier festhängt. Nee, jetzt hängt er nicht mehr fest. So. Ich muss den Ball aus einem bestimmten Feld raus... Die erste, nur die erste Zeit noch durchgeguckt, ihr habt. Und dann irgendwann aufgehört. Frosche hat sie mit so einem Mann noch zu Ende gekickt. Und jetzt probiere ich hier noch Terminator 2. Ja, gucken wir uns das mal an. Aber es ist gut gemacht. Also die Schauspieler fand ich sehr gut. Aber erstmal muss ich mal die restlichen Folgen hier angucken von Love, Death und Robots. Habe ich noch nie alle angeguckt, die ganzen nur 3, 4, 4 mal noch, ey. Die liebe ich ja hoch. Trainers for all characters, das ist hier auch schon so, weil zeigt ja wirklich, die letzten Spiele sind irgendwie so. Oh man, nee, ohne Trainer. Dumm. Ja,
Prozedur? Warum sonst nicht gemacht? Machen wir weiter. Ah, die sind zu. Ich mag ja wirklich am besten die Folgen mit den Robotern selber. Aber welche ich ja auch richtig gut fand, war hier mit den Ratten in der Scheune. Das Ding war auch gut. Also, Drugs Online, ja, ey, gibt so viele Serien, die ich mir mal ankicken würde, aber ich habe nicht so die Zeit, ey. Die sind richtig gut gemacht und die haben auch so eine richtig gute Qualität und die Geschichten sind auch nicht schlecht. Also, ich habe bis jetzt einen nur gehabt, der mir schwer gefallen ist, war gewesen mit der Sirene-Ding. Bei Love, Death and Robots. Also, das war so, aber cool gemacht war es, aber das war irgendwie nicht. Ah, okay. Oh, das war jetzt gut los, ja. Okay, ich boxe. Hab's jetzt eine Story bei dem Spiel oder ist das einfach nur. Springen kann man nicht. Also, das ist schon mal nett. Jetzt. Warte mal. Was hat das jetzt mit Terminator zu tun? Warte mal, Terminator 2 fängt da nicht irgendwie jetzt an, wo er sich am Anfang mit dem Bullen irgendwo prügelt. Oder soll das jetzt. Das soll das die andere Terminator sein? Okay. Also im Beaten Up hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Gibt es nicht noch hier irgendwas, mal was nehmen kann oder so? Nö, nee, nicht. Also, okay. Die Animationen sehen gut aus, die Sprites auch. Der Typ sieht überhaupt nicht aus wie Arnie. Arnie ist platt gemacht worden, geht eh nicht. Hättet ihr jetzt dann irgendwie, wenn ihr das Spiel so gesehen hättet, jetzt ohne den Namen dazu auf Terminator getippt? Also okay, jetzt mal unten mal ausgeblendet, wie ein Charakter, was unten ihr Gesicht da siehst. Das war da irgendwie. Der hat doch nur tolle gehabt, Arnie. Hier und. Wir haben jetzt gemacht erst. Entschuldigung, ich wollte gerade den Joystick bewegen, da hast du schon mehr gemacht. Ja, das kenne ich. Ach, das ist ja am Anfang. Das ist aber eine scheiß Umsetzung. Ja, nur auf dem Master System mache ich das, glaube ich, auch. Aber da ist es doch. Du scrollst hier von unten nach oben, geht das nicht links nach rechts irgendwie. Und der Anfang war auch anders gewesen. Gut, belassen wir das für heute Abend dabei. War schön, dass ihr hier alle dabei wart. Um 14 Leute sind noch online. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Restdienstagabend. Wie gesagt, nächsten Dienstag lasse ich auf jeden Fall ausfallen. Ich schreibe mal Patrick an, weil wie gesagt, mit Frau vielleicht spontan noch irgendwo hinfahren oder so. Und den Dienstag danach eventuell auch. Also dann vielleicht erst in 3 Wochen. Was ist das denn eigentlich? 30. müsste es sein, 30. August dann. Also Love Death Robots Book hier angucken. Die sind kurze Geschichten, 10, 15 Minuten oder sind die nur? Also sehr wenig, weil der Abspann teilweise bei mir gefühlt länger ist als die Geschichte selber. Von witzig bis nachdenklich. Teilweise auch ein bisschen brutal drin, aber richtig gut. Also wie gesagt, ich habe noch keine einzige schlechte Story dabei gehabt. Und die eine fand ich halt bloß ein bisschen so mal von der Machart halt so, nicht mehr ein Ding irgendwie so. Aber wirklich angucken, weil eins anfangen, wie gesagt, also, gerade mit den drei Robotern ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, die sind echt gut gemacht, ey. Okay, hat Spaß gemacht mit euch wieder. Ich wünsche euch dann noch, wie gesagt, einen schönen Resttag. Ich werde jetzt noch ein Bierchen trinken und suche mir noch mal raus, dass da ist mir noch mal raus. Okay, macht's gut. Ciao.